Gnosala. Bist nervös oder was? Nee, du, ich nicht nervös. Du, die zwei schlechten Sänger, die da vor mir waren, das war doch nichts. Das krieg ich doch hin. Das ist doch kein Problem für mich. Aber hier, Gnosala, muss ich nochmal was sagen. Gell? Du hast zu mir heute Mittag gesagt, das dauert nur so kurz. Ich komme auf keinen Fall ins Finale. Ich sollte unbedingt ein gutes Wort für dich bei der Frau Capristo einlegen. Das habe ich jetzt gemacht. Was soll ich denn jetzt fürs Finale machen? Erzähl mal, Was ich doch mal überlegt hätte, dass das brauchst, nicht an mich denken. Denk an dich im Finale. Aber kriegen wir hin, würde ich Aber auch sagen. du, zu Recht dabei. Ich sag dir das ganz ehrlich, du Danke, bist vielen zu Recht Dank. da. Vielen Dank. Dankeschön. Das freut mich. Bin auch sehr froh dabei zu sein. Was hast du jetzt Ja. vorbereitet? Mach's nochmal. Ich mach jetzt ein bisschen Musik, habe ich mir gedacht. So ein Jo. bisschen Musik. Jo. Ja, machen wir jetzt. Eier Komm. hoch. Musik. Ach, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Hab, hier, Herr Knosalla, weil Sie ja ein Hybrid fahren, habe ich jetzt auch richtig gefährt für Sie. Ich hole Sie mal kurz einen Moment. So, da hat er doch das E-Bike. Ah, jo, klar. Das E-Bike. Ah, Wollen wir jo. tauschen? Der E-Roller geht, der Porsche Hybrid, Du oder? kannst ja abschminken, den Scheiß. Ah, Den Müll. Mandy schon mal mit einem E-Roller durch eine Stadt geflitzt? Ah, Ah, jo, geil. Ah, jo. Mach mir auch mal, Mandy, mit so, gell? Mach Klatsch mir du. mal. Ich wünsche Ja, dir dann. ganz viel Ja. Spaß. Rumbombe. Dankeschön. Wir muten jetzt. Allah, bis gleich. Hallo. Ah, der Typ ist gut. Alter. Okay, Chat, wir genießen einfach seine Show, okay? Wir genießen seine Show jetzt. Ah. Okay. Ein bisschen Rap heute noch mitgebracht. Ich hoffe, das gefällt. Okay, let's go. Ich höre mein ganzes Leben schon, ich soll mich bloß niemals verbiegen. Doch sie sagen, Rap muss immer Storytellen, sonst ist wack. In meiner Jugend hab ich Texte über Straßenrap geschrieben, doch kein einziges Mal meine Seele in nem Track. Deswegen ging es mal um Liebe und um Zweifel, was auch sonst. Jeder meiner Ängste fand einen Platz in meinen Songs, doch die Ängste waren nicht groß genug für Rap. Meine Eltern sind perfekt, nur den Fokus auf den Kids, warum auch nicht. Aber Rap braucht immer Drama, doch ich hab gelernt von Papa, jeden Tag, den du nicht mit dem Grinsen beginnst, ist verschenkt. Ich hab immer gute Laune, pumpe Rap ohne Pause, doch wie bring ich gute Laune Songs in Verbindung mit Rap? Eine Bierkönig-Party hätte Style. Oder Shisha-Tabak produzieren für Likes. Mein Boxinhalt ist Rauschgift, denn das hält dich wach in der Nachtschicht. So, der Refrain ist ziemlich einfach. Kann jeder mitsingen, der will? Ein Moment. Let's go. Okay, 3, 2, 1. Nachtschicht, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Nachtschicht. Nachtschicht. Jedes Jahr auf Tour in kleinen Hallen oder jeden Sonntag Fernsehgarten live. Ballermann im Sommer wäre geil, doch muss Flair dessen für den Promo-Scheiß. Eine Bierkönig-Party hätte Style oder Shisha-Tabak produzieren für Likes. Mein Boxinhalt ist Rauschgift, denn das hält dich wach in der Nachtschicht. Nachtschicht. Scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit, scheiß auf Geld, scheiß auf Arbeit. Oder? Mein Boxinhalt ist Rauschgift, denn das hält dich wach in der Nachtschicht. Das war's. Gut. Das war's von mir. Hammer's. Hallo, Hammer's doch. Ist doch gut, war doch mal. Gut, hä? Hammer's doch. Hallo, jetzt? Und? Hammer's doch, bin wieder da. War gut, hä? Bin Bist happy? Ja. War gut? Ja, du, ich hab aus den letzten Folgen gelernt, dass ich den Fokus eher auf das erste Ding lege. Das habe ich gemacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie mich wirklich ins Finale wählen. Samo. Alter, du warst der beste Stand-Up-Comedy, den wir je hatten. Leute, bewerbt euch fürs nächste Dankeschön. Mal. Gerne, Stand-Up-Comedy, gerne, Nein. gerne, gerne. Du, Knossi, du brauchst auch immer so einen Anheizer bei deinen Konzerten. Richtig. Ruf mich an. Ja, genau, Mame.
Gerne. Du, gerne, gerne, ja. Gerne. Wie wird das klingen? Wie eine Ansage. Jungs, Jungs, alle, hier, wir haben gleich Knossi auf der Bühne. Ihr müsst jetzt alle, ganz kurz, ich mach Hü, ihr macht Hot. Hü. Hot. Hot. Hü. Hot. Hot. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Sieg. Was, 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 was? Bist du noch ganz sauber, oder? Ange- Bruder, Alter. Sag mal, hör mal, glaubst du, dass der auf Reinfahrt? Man kennt das Video aus den 70ern oder was? Richtig, es gab so ein Video. Es gab. Eine Fassner. Junge. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, weil. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Du warst ein wichtiger Bestandteil dieser Show. Danke. Die Nummer wird gut und du wirst sie dir sicherlich nochmal angucken im Nachhinein, auch auf YouTube oder sowas wird das nochmal kommen. Ey, das war echt geil, mein Lieber, ja?